Kapitel 7, Episode 28, Verdächtige Bewegungen und das Strategietreffen. Im Laufe des Nachmittags wurden immer weniger Patienten eingeliefert. Die angehenden Ärzte wechselten sich im ambulanten Dienst ab und nutzten ihre freie Zeit für Studien und Forschungen, die sie mit Begeisterung miteinander teilten. Tint, der Athlet, interessierte sich für Proteine und körperliches Training. Ektar, ein Student der Medizin und des Giftes, suchte nach sichereren Betäubungs- und Schmerzmitteln. Clarissa, die großes Interesse an Nahrungsergänzungsmitteln gezeigt hatte, beschäftigte sich genau damit. Jeder von ihnen half mir in seinem Fachgebiet weiter. Ich hatte begonnen, die Ergebnisse mit Isabelle auszutauschen. Nochmals danke. Keine Ursache, ich interessiere mich auch für dieses Zeug. Lass uns noch einmal über die Probe des Make-up-Entferners sprechen. Sie half mir bei meinem schlimmsten Forschungszweig, den Schönheitsprodukten. Als ich früher bei den Jamils zu Besuch war, hatte ich Badebomben und Zuckerpillings hergestellt, was bei Elise den falschen Eindruck erweckt hatte, dass ich mich mit der Herstellung von Schönheitsprodukten auskenne. Nicht, dass sie mich um welche gebeten hätte, aber ich wollte auch diese Produkte erforschen und entwickeln. Isabelle, eine Ärztin, war eine großartige Verbündete für dieses Vorhaben. Ab und zu bekamen wir einen Notfallpatienten, aber unser Nachmittag verlief ereignislos. Da das Krankenhaus finanziell gut dastand, beschwerte ich mich nicht darüber, dass es leer war. Am Abend, als ich mit Meister Ryoma, einen Moment ihrer Zeit. Ich war sowieso bereit zu gehen. Also gingen wir in den Besprechungsraum, wo Hughes und Jill von der Sicherheitsfirma, Ziff und Camille, die sich um die Müllanlage kümmerten, und Lilian, Lulunese und Liviola vom Unterstützungsteam auf uns warteten. Sie alle waren Mitglieder, die vom Herzog zu uns geschickt worden waren, aber ich entdeckte auch Lilun von der Wäscherei. Lilun. Guten Abend, Sir. Nicht, dass sie nicht willkommen wäre, aber ich hatte sie noch nie unter den Mitarbeitern des Herzogs gesehen. Ich nahm Platz und war gespannt, was sie zu sagen hatten. Ihr Anführer, in Ausbildung, Hughes sprach zuerst. Fangen wir an, jetzt, wo Ryoma hier ist. Ich werde gleich zur Sache kommen. Unsere Forschung ist zu etwa 80% abgeschlossen. Ah, unsere Forschung. Was hat er mit 80% gemeint? Wir sind fast fertig, also können wir weitermachen wie bisher. Aber wir haben bei unseren Nachforschungen bemerkt, dass sich jemand seltsam verhält. Ich wollte besprechen, was wir mit ihm machen. Wer ist es? Hudum, ein neuer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Wäscherei. Hudum? Ich nehme an, du hast ihn überprüft, da Lilun hier ist. Das stimmt, bestätigte sie. Ich weiß, dass wir um Vergebung bitten, bevor wir um Erlaubnis bitten, aber wir wollten es nur noch einmal überprüfen, sagte Hughes. Richtig? Ja. Zuerst nur meine Intuition und die meines Vaters. Keine Beweise. Er ist viel rausgegangen, wenn er nicht gearbeitet hat. Er kümmert sich um die Arbeit, und jeder will in seiner Pause ab und zu frische Luft schnappen, sagte Hughes. Isurtan Lee Donnerstag. Es schien also nicht abwegig, dass er das tat. Aber sie und ihr Vater haben ihren Lebensunterhalt in der U-Bahn verdient, warf Jill ein. Sie müssen etwas gespürt haben. Lilun nickte. Irgendetwas war anders. Also bin ich ihm gefolgt. Er war froh, als ich ihm sagte, ich würde ihm die Stadt zeigen. Ja. Das kann ich verstehen, gab ich zu. Hudum schien der Typ zu sein, der ein bisschen herumkommt. Andererseits ist er ein sehr freundlicher Wachmann, der bei den Kindern und Frauen, die den Laden besuchen, beliebt ist. Ich nehme an, es gibt schlechte Nachrichten. Lilun musterte Lulunese,
die ein paar Zettel in der Hand hielt, auf denen Notizen zu Hudums Taten standen. Zuerst ist er nur in der Stadt herumgelaufen, aber in letzter Zeit ist er viel neugieriger geworden. Meistens an Orten, die mit ihnen zu tun haben, Meister Ryoma. Er kam ins Krankenhaus, weil er gestolpert ist, und bat darum, beim Training der Sicherheitsfirma dabei zu sein, wie die Angestellten hier sagen. Wir wissen, dass er auch in der Fabrik war. Die Kinder im Waisenhaus haben uns erzählt, dass er sich dort gezeigt hat. Außerdem ist er offenbar in den ehemaligen Slums herumgelaufen und hat in den Pausen mit den Bauarbeitern gesprochen. Es ist ungewöhnlich, dass er sich ohne Grund in den ehemaligen Slums herumtreibt. Schließlich, und das geschah erst neulich, sah Meister Fei, wie er den Laden verließ und dabei besonders auffällig aussah. Er folgte ihm in eine Gasse und sah, wie er mit einem anderen Mann etwas austauschte, das wie ein Brief aussah. Lulunese, Camille, Zef und Liviola gaben diese Informationen. Das kam mir seltsam vor allem der Teil mit dem Brief. Lulunese, bei so vielen Beweisen gegen ihn, kann man wohl mit Sicherheit sagen, dass er ein Spion ist. Wir sind sicher, dass er es ist. Lilun meint, er sei zu offensichtlich für jemanden mit diesem Beruf. Als ob er untrainiert wäre. Ich sah Lilun zur Bestätigung an. Ich habe auch mit meinem Vater gesprochen. Er ist sich sicher. Wir glauben, dass er nur Informationen verkauft. Verstehe. Die Wahrheit war, dass ich Hudum noch nicht sehr lange kannte. Es gab sicher Dinge, die ich nicht über ihn wusste und Dinge, die er mir nicht gesagt hatte. Ob er nun ein professioneller Spion war oder nicht, ich konnte nicht zulassen, dass er uns Schaden zufügte. Abgesehen davon wirkte er nicht wie jemand, der uns auf diese Weise verraten würde, auch wenn er manchmal ein wenig unvorsichtig schien. Aber ich war ohnehin nicht sehr zuversichtlich. Was meine Einschätzung des Charakters anging, nachdem Fei und Lilun, die früher im Untergrund ihr Geld verdienten, festgestellt hatten, dass er ein Spion war. Es war nicht zu übersehen. Die Frage ist, wie man damit umgeht, sagte ich. Richtig. Es besteht kein Zweifel, dass dieser Hudum Informationen an jemanden verkauft. Aber es hat keinen Sinn, den kleinen Kerl zu erwischen, der Kleingeld verdient. Fei sagt, dass derjenige, mit dem sich Hudum trifft, ein echter Mann ist. Den müssen wir uns schnappen. Aber ein echter Spion kann jede kleine Bewegung, die wir machen, aufschnappen und verschwinden. Wir müssen vorsichtig sein. Können wir sagen, wie hoch unser Schaden ist? Wie viel hat er verraten? Nach den Orten zu urteilen, an denen er sich aufgehalten hat, hat er wahrscheinlich nicht viel mehr als Gerüchte verbreitet, an die jeder mit ein wenig Recherche herankommen könnte. Er hat sich nirgendwo mit wichtigen Geheimnissen eingeschlichen. Das ist unser Problem. Laut Jill haben wir Hudum leicht dabei erwischt, wie er Informationen verkauft hat, aber diese Informationen hätten uns nicht geschadet, wenn sie herausgekommen wären. Sie hätten sogar Informationen enthalten können, die wir veröffentlicht hatten. Das bedeutete, dass er zwar ärgerlich war, aber sein Nebengeschäft vorerst weiter betreiben konnte. Es war so einfach, Hudum auf frische Tat zu ertappen, dass sie sogar den Verdacht hegten, der Informationsbeschaffer würde ihn als Köder benutzen. Wir können ihn festnehmen oder ihn weitermachen lassen, aber ich möchte heute entscheiden, sagte Hughes. Die anderen tauschten abwechselnd ihre Meinungen aus, und als ich an der Reihe war, teilte sich der Raum 4:4 auf die beiden Optionen auf. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Ich überlegte kurz und teilte ihnen mein Votum mit. Unsere Sitzung wurde danach etwas chaotisch, aber wir kamen zu einem Ergebnis. Wir werden den Plan morgen Abend ausführen. Das ist alles. Sieh zu, dass du bereit bist.
Am nächsten Morgen begann ich, dafür hatte ich zwei Gründe. Erstens hatte ich bisher der Einstellung von Mitarbeitern und dem Betrieb der Unternehmen Vorrang eingeräumt und die Inneneinrichtung auf die lange Bank geschoben. Nachdem ich sie so weit ausgebaut hatte, dass die beiden Einrichtungen laufen konnten. Jetzt, da sich die Unternehmen etabliert hatten, wollte ich zumindest den Empfangsbereich der Zentrale und das Wartezimmer des Krankenhauses verschönern. Also stellte ich einen von mir bestellten Holzständer in die Mitte des großen Raums, in dem zuvor nur der Empfangstresen und einige Stühle gestanden hatten. Dann stellte ich ein riesiges Aquariumbecken auf, das ich mit der Aushärtungslösung passend zur Größe des Ständers hergestellt hatte. Ich hatte auch ein paar kleinere Becken vorbereitet, um den Empfangsbereich vom Wartezimmer abzutrennen. Ich bedankte mich bei den Bauarbeitern, die mir geholfen hatten, und verabschiedete mich von ihnen. Erstens. Wasserzauber. Nachdem ich den Tank zur Hälfte mit Wasser gefüllt hatte, verteilte ich Erde mit synchronisiertem Schlammschlamm auf dem Boden des Tanks. Dann habe ich das Becken mit Unkrautschleim und Steinschleim gefüllt, bevor ich Muschelschleim in das Becken gelassen habe. Das Wichtigste war jedoch, einen Reiniger im Becken zu haben, der die Wasserqualität aufrechterhalten konnte. Ich setzte einen Filterschleim und einen neu entstandenen Aquaschleim ein. Der Aquaschleim entwickelte sich aus einem Schleim, der Wasserzauber bevorzugte, und hatte einen flüssigen Körper. Das war sehr wichtig. Es war kein Schleim, der Wassermagie benutzte, sondern ein flüssiger Schleim wie der blutige Schleim. Er konsumierte nur Wasser, und dieses Individuum entwickelte sich, nachdem es unendlich viel davon getrunken hatte. Der Wasserschleim hatte die Fähigkeit der Synchronisation wie der Schlammschleim. Natürlich synchronisierte er sich mit Wasser. Ich wollte, dass sie einen Fluss im Wasser erzeugen, indem sie sich mit dem Wasser im Tank synchronisieren und aktiv bleiben, damit das Wasser durch den Filterschleim fließt. Sie waren das perfekte, wartungsfreie Filtersystem. Ich hatte sogar Wasserschleime erworben, die Wassermagie der gleichen Schleime von Fatoma nutzen. Aber das war eine andere Geschichte. Jetzt fülle ich den Tank. Einer war erledigt, und ich machte mich an den Rest. Es hätte keinen Spaß gemacht, sie zugleich für mich zu halten, also wechselte ich sie ab, um die Sache interessant zu machen. Ehe ich mich versah, war ich bei meiner letzten Aufgabe angelangt. Dann bringe ich das hierher. Meister Ryoma, es ist fast Zeit für das Mittagessen, rief Lilian. Schon. Die Zeit schien in letzter Zeit zu verfliegen. So ist das eben, wenn ich Dinge tue, die mir bei der Arbeit Spaß machen, dachte ich. Das ist das letzte Mal, also mache ich Schluss. Ich werde mein Mittagessen im Speisesaal einnehmen. Ja, Sir. Die von Ihnen bestellten Pflanzgefäße sind eingetroffen. Kannst du sie vorerst aus dem Weg stellen? Ich werde Schleimkraut zur Dekoration hineinpflanzen. Kann ich Ihnen die Aufgabe überlassen, sie im Gebäude zu platzieren? Ich brauche nur einen pro Zimmer. Dann wird es fertig sein. Ein schleimbasiertes Sicherheitssystem, getarnt als Zimmerpflanzen und Aquarien, um den Verkehr im Gebäude zu überwachen. Das bedeutete, dass ich auch die Falle fertiggestellt hatte, um unsere Beute zu fangen, wenn sie das Gebäude betrat. An diesem Abend stand ich kurz, eine Absperrung hielt die Abendkühle ab, und an der Mauer waren genügend Lichter aufgestellt. Das Gras unter meinen Füßen war frisch gemäht und weich, genug, um den Aufprall eines jeden, der hier stolpern und fallen könnte, abzumildern. Tut mir leid, dass ich sie habe warten lassen, Boss. In diesem Innenhof stand ich Hudum Auge in Auge gegenüber.